Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Nach wie vor mit Isengard. Ich glaube, hier machen wir weiter, sonst ist nur ein Safe Start. Dann schaue ich nur ganz kurz, ob alles passt. Blups, blups, Ton ist da, ganz wichtig. Ja, okay. 10. 10. Okay. Ich muss noch irgendwo kämpfen, Erebor. Puh. Könnte interessant werden. Schauen wir uns den Erebor mal an. Weiß noch gar nicht, wie ich das defensiv machen soll. Weil die Türme halten nichts aus. Nichts hält irgendwas aus. Ist ziemlich knifflig. Vermutlich verliere ich ihn gegen zwei KIs. Hm? Vielleicht nicht. Kommt drauf an. Wird mal sehen. Jetzt bauen wir erstmal. Wüten wollen sie. Nicht wühlen. Ich habe immer wühlen verstanden. Dabei sagen sie, sie wollen wüten. So, hier unten hat es doch auch irgendwie. Ja. Ja, der ist wichtig, genau. Ja, den werde ich nicht bekommen. So, hier können wir zumachen danach. Viele Bäume gibt es nicht. So, tschüss, Erebor. Dann machen wir mal zu. Ich renne jetzt trotzdem in die Mitte. Ah. Hier hat es schön viel Platz. Das ist doch gut. So, der Thron macht gut Geld. Ja. Ja, den nehmen wir auch gleich ein. Weil die Gegner müssen jetzt außen rum. Da weiß ich nicht, wie gut sie sich anstellen werden, aber das sehen wir dann. So. Na, ja, der könnten ja gleich. Schick! So, bauen wir weiter. Ist halt keine Festung im eigentlichen Sinne, ne? Da kommen wir durch. Ne? Ist nicht schlecht, aber cool ist es auch nicht wirklich. Erebor geht. Ja, bau. Kann nicht so schwer sein. Irgendwo hier hat es einen Feuerdrachen. Ja. Aber vielleicht kriegen wir den ja. Oh Gott. So. Also da oben hat schon mal Gegner. Naja, wo bauen wir noch weiter? So, dann gehen wir mal da runter. Ich bild einfach Truppen aus. Wird schon passen. Na, holt euch den Gollum mal. Armbrüste, das ist immer sehr praktisch. Ich mache jetzt hier mal auf. Ah ja. Bloß nicht alle Truppen an dem Feuerdrachen verlieren. Das tut nämlich immer sehr weh. Ah ja. Das hätten sie zwar gern, aber das gibt's nicht. Kann ja nicht zulassen, dass sie einfach so angreifen. Ja, und das mit den Gebäuden ist natürlich doof. So, da sind sie. Ah ja, doch. Die kann man auch weghauen. Ein Gebäude. Trotzdem muss ich mir das schnellstmöglich wiederholen. Ich glaube, ich werde Wargreiter bauen.
Mache ich zwar selten, aber hier glaube ich macht das tatsächlich Sinn. Ach du große Güte. Aber wir haben ihn geschlachtet. Auch wenn es teuer war, aber wir haben obsiegt. Ah, der Vorposten gehört uns noch. Den da will ich mir aber holen. Das gibt sehr gut Geld. Ich bin auch mal auf die Erfahrung gespannt. Vielleicht sofort Level 3? Nicht ganz. So. Ja, Rüstkammer, ganz wichtig. Kann ich die nicht hier so hinbauen? Doch. Oh, da hat's Helden. Aha. Na gut. Ja. Schauen wir mal, ob ich das hier richtig mache oder nicht. Hobbits? Oh, 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 nicht gut. Hobbits tun weh. Sind viel zu mächtig im Angriff. Hm. Ja, der Schaden ist schon da, ne? Ja, das gefällt mir doch. So. Schauen wir mal, was da so geht. Der Baumeister sollte natürlich nicht sterben. Hallo? Wir können nicht gewinnen, was soll denn der Schwachsinn? Obwohl das gerade wirklich ein bisschen böse ausschaut, ne? Aber dafür habe ich hier eine große Armee. Das war wirklich ein bisschen viel. Oh, eine Festung. Knifflig. Ja, da geht mir noch viel. Was soll ich denn hier machen, Jungs? Haben wir alles zerstört? Ich weiß ja nicht. Sieht nicht so gut aus. Ah, Urgrube zerstört, das tut weh. Habe ich eigentlich das Tor noch offen? Wenn ja, dann sollte ich es mal wieder schließen. Ach toll, das habe ich nie eingenommen oder was? Ja, super. Ganz toll. Doch. Ja, ist auch besser so. Das war ja schwachsinnig. Dann bauen wir wieder die Urugrube auf. Das konnte ich leider bisher noch gar nicht benutzen, aber okay. Der stirbt jetzt, der Haldir, das ist sehr nützlich. Das braucht man auch. Na, ja, das hebt man noch auf. So. Den Erebor aufzubauen ist nicht einfach.
Ah, der kommt da seitlich raus. Das ist ja nice. So. Das wüsste ich auch gerne. Wo ist denn das Gasthaus? Das muss ich irgendwie kaputt machen. Wo war denn das nochmal? Wo war das Gasthaus? Ihr könnt mir leider nicht helfen. End. Das macht's nicht leichter. Puh. Ja klar. Irgendwo muss ich aber bauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Schnell, wir brauchen Schusswaffe. Noch mehr Ruhe. Na, vielleicht haben wir das hier verteidigt. Warte mal, die greifen da an. Wenn ich das so aufteilen kann, geht das vielleicht. Dass ich sage, okay, die rechts, die links, die rechts, die links. Das könnte funktionieren. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken, ist knifflig. Ich muss halt ein bisschen mehr bauen, ne? Ah, hier geht noch was. Schaut's mal. Da. Aber hier? Nee, hier ist besser. Nicht perfekt, 40% ist ziemlich bescheiden. Aber es wird schon irgendwie gehen. Ja, ich sehe es. Aha. Welches Gebäude? Das ist natürlich doof. Die Ents tun halt weh, ne? Nein! Nicht den Baumeister. Er war teuer. Da unten hat es ein paar Bäume. Hier hat es doch irgendwo Bäume, oder? Ja, hier. So, gib Geld. Boom. So. Damit warte ich jetzt, bis die Sonnenstrahlen kommen. Aber ich glaube, dass das absolut Sinn macht. Hier machen wir wieder schön zu. Was? Autsch! Das tat ja richtig weh. Ah, oh, das war auch so dämlich. Der macht halt gar keinen Schaden jetzt, ne? Nee. Bitte, Drache, bitte mach jetzt keinen Schwachsinn. Er macht Schwachsinn. Komm schon, hau weg. Noch einen neuen Baumeister. Ja klar, kostet ja alle nichts. Ich habe ja endlos viel Geld. Ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll hier angreifen, ne? Macht er nicht. Toll. Der macht das einfach nicht. Jetzt. Naja, okay, besser als gar nichts. Dann baue ich das jetzt dezentral. Hallo. So. Ja, ein bisschen dezentral halt. Und ich muss natürlich ausbilden, ganz wichtig. Ja, war klar, war klar. Gehört das mir? Noch nicht. So. Hier bauen wir auch noch was hin. Dann bauen wir halt jetzt dreimal so schnell. Sind sie selbst schuld. Wenn sie mich reizen, ne?
Dann bilde ich halt künftig dreimal so schnell aus. So. Obwohl es gerade ein bisschen eng ausschaut. Aber das schaffe ich schon noch. Das war unnötig teuer. Krass. Der hat immer noch das Gasthaus. Ich konnte das Gasthaus bisher noch nicht töten. So ein Mist. Ja, da geht halt nichts. Wo? Ja, kann ich gerade nicht machen. Boah, ich werde ja überall angegriffen. Nicht gut. Ja gut, das Tor machen sie mir jetzt natürlich kaputt. Aber es hält lang genug durch. Wow. Ja, ich sehe es gerade. So, jetzt kann ich das kontern. Theoretisch sollte ich dazu in der Lage gewesen sein, es zu kontern. War ich irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht. So. Wer kriegt jetzt hier Probleme? Na los. So. Ja, die Schmelzöfen, das ist das Problem. Die sind so wichtig, aber ich kann sie nicht alle verteidigen. Ja, das ist ein schlechter Schmelzofen. Gibt hier irgendwo noch was? Nein. 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 Nur hier halt wieder, ne? So. Gib Geld. So, runter. Oh Gott, das Ding haben sie auch schon fast vernichtet. Das ist nicht gut. Die Gebäude brauche ich nämlich. Ah, hier kann ich noch bauen. Ja, das ist gut so. Ja, das ist schon so klar. Das muss ich mir wiederholen. Ja. So, jetzt bin ich beim Maximum. Das ist natürlich gut für mich. Ich glaube, Baumeister habe ich jetzt auch genug, oder? Die neuen Klingen sind fertig. Hier, Gottmann! Bolzen einlegen! Einige Uhrenschwerträger sind in Gruben entstiegen. Das Gebäude ist fertig! Die Geisterarmee! Ach du große Güte. Ja, die wird jetzt eine Menge. Aber gegen Gebäude ist es, glaube ich, nicht mehr so nützlich wie im Einser. Das sollte mir helfen. Aber erstmal ist es natürlich sauteuer, ne? Alles klar. Allerdings habe ich hier unten noch eine Armee. Ich kann halt jetzt nichts ausbilden, während da die Geisterarmee wütet. Das bringt mich nicht weiter. Muss ich aussitzen? Hilft nix. Hilft alles nix. So, jetzt aber. So, den braucht man nicht. So, hoch da. Na? Schaffen wir das noch? Oder war es das jetzt? Boah, das schaut so böse aus.
Gut, der Wächter hilft da natürlich schon ein bisschen, ne? Wir müssen standhalten. Ich will den Erebor noch nicht aufgeben müssen. Es nervt halt, dass er immer so weit kommt. Okay. Dann bauen wir da oben eben noch. Ist mir ja wurscht, wo ich ausbilde, ne? Ja, das muss ich auch aussitzen. Den darf ich noch nicht casten. Da ist das Gasthaus. Das, dann das. Wo? Ja, ist natürlich doof. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwann. Genau, hier bilden wir uns auch aus. Ja, das ist auch so ein Problem. Das haben wir zerstört. Aber das gehört ja mir beides schon wieder nicht. So, kontern. Hat es hier irgendwo Bäume? Ein paar zumindest. Oh. Immer weiter bauen, nicht aufhören. Auf gar keinen Fall aufhören. Oh, das tat gut weh. Komm schon. Nice. Die... Boah, einer ist tot. Das ist ein Riesenvorteil jetzt. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Kriegt man die Noldor-Krieger noch weg? Oder nicht? Doch. Komm schon, Drache. Hau rauf. Na also. Ich weiß zwar nicht, wie der jetzt gestorben ist. Ich bin nur froh, dass er gestorben ist. Es nimmt so viel Druck weg. Ich glaube, den Erebor kann ich verteidigen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ich habe keine Lust, das alles nochmal machen zu müssen. Würde ich auch nicht schaffen. Denn ich bin zwar jetzt ein bisschen aufgewärmt, aber zeitgleich auch ultra müde. Das ist anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Ist halt... Sports, ne? E-Sports ist Sports. Gut, ich spiele jetzt nicht, ich spiele so hobbymäßig, aber es ist anstrengend. Das ist, so toll das auch ist, aber irgendwo ist es auch anstrengend. Na los, na los. Ja, das holen wir uns. Boah, diese ganzen Hobbits überall. Naja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf leider keine Antwort. Schaut aber schon besser aus. Ein bisschen zumindest. So, Flammenpfeile, die liebe ich. Die sind echt gut. So, das haben wir überlebt. Das heißt, sein Pfeilhagel war total für den Müll. Sehr schön. Mhm. Ja, sehr schön.
Gefällt mir gut, wie das läuft. Ja, ich krieg so einiges. Och, wirklich? Na gut. Deswegen dezentral. Man kann ja nicht so viel kaputt machen. Das schaut hier auch ziemlich nice aus. Geht da noch was? Ja, hier geht noch was. So. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Und die Adler werden ihn auch nicht mehr retten. Hallo. Es macht zwar eigentlich viel mehr Sinn auf eine Stufe 3 Schmiede, aber ist jetzt auch wurscht. So. Der End sollte doch eigentlich brennen und durch die Gegend laufen. So. Da hat es noch zwei Bäume. Ja, nice. Auch nicht schlecht. Die Festung hat zwar den Graben und hält auch gut was aus, aber es reicht einfach nicht. Ich denke, ich habe zu viel Schaden hier. Auch wenn sie gut gespielt haben, die KIs hier, also... Aber es reicht nicht. So, dann ziehen wir uns zurück, weil da brauchen wir nicht mehr kämpfen. Wenn er aufgibt, gibt er auf. Wir konnten sogar ausrüsten. Das ist halt ein Riesenvorteil. Das ist ein Bombenvorteil. Ja, die Sonnenstrahlen bringen dir jetzt auch nichts mehr. Puh. Verteidigt. Das war anstrengend. Und wir haben ja mit nichts gestartet, ne? Gut, sie sind nicht mit viel reingekommen, aber wir sind... Mit nichts haben wir doch gestartet. So. Was eine Schlacht. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.